Photobooth-Control dient zur Steuerung von Fotoboxen. Ich zeige hier einen Testaufbau, der die Funktionen demonstriert. Die Steuerung besteht aus der Steuerplatine, einem Auslösetaster und einem LED-Ring zur optischen Benutzerführung. Der LED-Ring zeigt an, ob die Kamera bereit ist, zählt nach Betätigung des Tasters einen Countdown bis zum Fokussieren und Auslösen und signalisiert eine Wartezeit zur Verarbeitung der Bilddaten. Der Auslösetaster ist während des gesamten Ablaufs deaktiviert, um zu schnelle Bildsequenzen zu verhindern. Alle Phasen des Ablaufs sind konfigurierbar. Die Einstellung erfolgt im Service-Menü über den Auslösetaster. Im Hauptmenü können die Phasen Bereitschaft, Countdown, Fokus und Verarbeitung ausgewählt werden. Ein langer Tastendruck wechselt zur Konfiguration. Jede Konfiguration erlaubt, die Einstellung in 10 Stufen zu verändern. Ein langer Tastendruck bestätigt die Auswahl und führt zurück ins Hauptmenü. Die Animation läuft jetzt mit maximaler Geschwindigkeit. Stufe 3 lässt die Animation wieder langsam ablaufen. Das Umstellen von Stufe 4 auf 8 verlängert den Countdown. Stufe 0 schaltet den Countdown ab. Die Auslösung erfolgt daher unmittelbar nach dem Drücken des Auslösetasters. Die Autofokusphase gibt der Kamera Zeit zum Fokussieren. Am Beginn der Phase wird der Auslöser der Kamera halb, am Ende der Phase ganz gedrückt. Wird die Kamera manuell fokussiert, kann die Phase auch abgeschaltet werden. Die Verarbeitungsphase kann verwendet werden, um Bilddaten zu übertragen, zu bearbeiten oder um den Anwendern Zeit zu geben, das aufgenommene Bild zu betrachten. Auf Stufe 0 wird die Verarbeitungsphase übersprungen. Der LED-Ring zeigt sofort nach dem Auslösen Bereitschaft an. Zum Abschluss noch einmal alle Phasen mit typischen Laufzeiten. Mehr über meine Projekte erfahren Sie auf http://helge-süß.com. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.